Endlich ist es soweit. Namco Bandai's Tekken 6 erscheint für PlayStation 3 und Xbox 360. Bei dem Konsolenspiel handelt es sich um die erweiterte Umsetzung des Arcade-Automaten. Fans dürfen sich auf insgesamt 40 spielbare Charaktere freuen, von denen 6 brandneu sind und exklusiv für die Heimversion designt wurden. Wie ihr seht, ist auf den ersten Blick spielerisch alles beim Alten geblieben. Zwei Kämpfer stehen sich in der Arena gegenüber und hauen sich gegenseitig so lang auf die Omme, bis einer zweimal am Ende seiner Energieleiste angekommen ist oder die Zeit abläuft. Wie gehabt stehen die 4 Aktionstasten des Controllers jeweils für eine Extremität der Spielfigur. Auf den zweiten Blick scheint sich Tekken 6 allerdings eher an Segas Edelprügler Virtua Fighter 4 zu orientieren, denn der bekannte Story-Modus der Vorgänger ist verschwunden. Statt sich mit einem Charakter durch eine vorgegebene Zahl Kämpfer zu kloppen, dann den Boss niederzuschlagen und mit einem charakterspezifischen Abspann belohnt zu werden, kümmert ihr euch im Singleplayer-Modus um das Aufleveln eures Status. Dazu tretet ihr hintereinander gegen mehrere Kämpfer an und beweist in speziellen Ranking-Matches, dass ihr es wert seid, eine Stufe aufzusteigen. Die Figuren, auf die ihr trefft, sind allesamt im Editor bearbeitete Charaktere, die teilweise sogar aus Geisterdaten anderer Spieler bestehen. Diese Geisterdaten könnt ihr auch selbst erstellen und online für andere Spieler zum Download freigeben. Das Spiel merkt sich, wie ihr kämpft und ahmt euren Stil als KI-gesteuerte Figur nach. Alle Kämpfer sind von Anfang an verfügbar, frei zu spielen braucht ihr nichts mehr. Jedenfalls nicht im normalen Solo-Modus. Wer sich ein wenig mit der neuen Kampagne beschäftigt, entdeckt dort die Arena, die als Ersatz für den gewohnten Story-Modus fungiert. Tretet ihr in der Arena an, seht ihr ein Intro und einen Abspann für den Kämpfer eurer Wahl. Die ist allerdings zunächst stark eingeschränkt. Neue Figuren schaltet ihr erst im weiteren Verlauf der Kampagne frei. Moment mal, Kampagne? Was ist das eigentlich? Um etwas mehr Abwechslung in den Tekken-Alltag zu bringen, entschied man sich bei Namco Bandai dazu, für die Heimvariante von Tekken 6 einen scrollenden Prügelmodus nach Double Dragon oder Streets of Rage Vorbild zu schaffen. Hier lauft ihr durch die Abschnitte, prügelt euch mit Gegnern und sammelt Extras ein. Habt ihr erstmal Figuren für die Arena freigeschaltet, dürft ihr sie auch in der Kampagne einsetzen. Die Steuerung ist in diesem Modus allerdings gewöhnungsbedürftig. Per Analogstick bewegt ihr eure Figur in der Gegend umher, während ihr mit den Aktionstasten wie gewohnt prügelt. Beim Kampf müsst ihr schnell vom Analogstick auf das digitale Steuerkreuz umgreifen, weil ihr damit auch springen und andere Dinge anstellen könnt, die ihr aus den Duellprügeleien kennt. Per Schultertaste markiert ihr den Gegner, auf den ihr losgehen wollt, oder schaltet zwischen den Angreifern umher. Die Kampagne braucht zwar etwas Anlaufzeit, doch habt ihr den Dreh erstmal raus, flutscht die Backpfeifenorgie ganz gut. Es kommt allerdings immer wieder zu Frustmomenten, zum Beispiel wenn ihr von den Gegnern durch die unsichtbare Barriere, die euch im Level halten soll, in die Tiefe geschubst werdet. Dann heißt es nämlich Game Over und ihr dürft wieder am Anfang des Abschnitts loslegen. Eine Online-Koop-Variante der Kampagne wird übrigens per Download nachgereicht. In der Kampagne sammelt ihr übrigens nicht nur Extras und zusätzliche Figuren, sondern erhaltet auch Geld, das ihr im Editor gegen neue Objekte oder Frisuren für euren Lieblingskämpfer eintauscht. Insgesamt hat uns Tekken 6 wirklich gut gefallen. Das Spiel hat zwar durchaus seine Macken und wirkt grafisch etwas veraltet, doch wer auf Prügler steht, macht mit dem Kauf nichts falsch. So, und zum Abschluss zeige ich euch noch meinen persönlichen WTF-Moment aus Tekken 6. Zieht euch mal die Stage und vor allem die Musik rein.